Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag der Selbstversorgerwoche. Und es ist jetzt schon 12:30 und jetzt ist es morgens eigentlich schon. Also wir machen jetzt, also das ist unser Frühstück. Das ist so ein Omelette mit Zucchini von gestern noch drin und Schnittlauch drauf. Ja. Also ich probiere mal. Also schmeckt wie Rührei mit Zucchini. Ja, war schmeckt eigentlich relativ gut. War nur ein bisschen heiß. Ja, wir sind jetzt hier am Baggerloch, also am alten Baggerloch. So. Arthur hat schon eine Route draußen. Ich habe hier noch den Schirm festgemacht, weil der fliegt ganz leicht weg, weil es auch ziemlich windig. Und Arthur hatte schon den ersten Biss, nach ungefähr 30 Sekunden. Sieht gut aus hier. Also, dann zeige ich mal kurz die Angel. Ich will mal drauf. Also, hier ganz. Ja, wir haben jetzt die alten von deinem großen Bruder genommen. Und ich angel da vorne. Da vorne sieht man das. Ich sehe jetzt nicht den Schwimmer hier vor Kamera. Ja, egal. Auf jeden Fall ist das Gewässer doch kein Baggerloch gewesen, sondern ein altes Schwimmbad, ein Freibad. Ja. Jetzt mal gucken, was wir so alles fangen. Ja, und ich mache hier mal eben so, damit hier jeder sehen kann, wie es so aussieht. Also es ist nicht sehr groß. Und in der Mitte, ja, in der Mitte sind überall Algen. Und auch sehr verschmutzt, aber ja. Ja, und da ist so ein Hügel. Da mussten wir mit den Fahrrädern rüber, um hier reinzukommen. Ja. Da ganz hinten steht Arthur. Vielleicht sieht man jetzt ungefähr, ja, da steht Arthur und er versucht mal da hinten, weil sieht doch nicht so gut aus, wie wir gedacht haben. Haben noch keinen Fisch gefangen. Wir müssen uns doch mal überlegen, ob wir doch was anderes zum Abendessen machen wollen. Ja, fängt jetzt wieder an zu nieseln, aber auf jeden Fall hat Arthur einen gefangen. Leider keinen Barsch, also nur ein Rotauge. Die sind ja voll vergrätet, aber... Ja, wir nehmen jeden Fisch mit. Der kommt da gerade angerannt. Da. Kann man den Fisch auch sehen. Auf den Fang kann man zwar nicht wirklich stolz sein, aber... Wir haben was zu essen. Mittlerweile sind jetzt gefühlte 3 Stunden vergangen. Also... Ich denke mal wirklich 3 Stunden. In der Zeit haben wir da hinten, wo Arthur seinen Fisch gefangen hat. Da ganz hinten in der Kurve. Da. Noch insgesamt 5 weitere Fische gefangen. Also haben wir jetzt insgesamt 6. Und jetzt wollen wir essen, was wir uns mitgenommen haben. Arthur hat da 2 Tomaten drin. Dann Gurke, Kohlrabi. Und das gleiche habe ich auch, nur ohne 2 Tomaten, weil ich halt keine Tomaten mag. Also wo wir gerade beim Essen sind, wir haben ja überlegt, einen Huhn zu schlachten. Und wir haben eine Nachbarin von uns gefragt, ob die mit uns, also Papa schlachtet das, und ob die das mit uns ausnehmen will. Und die hat halt ja gesagt, und dann können wir jetzt doch einen Huhn schlachten und essen. Ja, morgen oder übermorgen gibt es dann Hühnersuppe, ne? Also, wir haben die Fische hier in kaltes Wasser getan und in der Tüte, damit die halt frisch bleiben noch und nicht schlecht werden. Und hier unten haben wir Steine reingetan, damit das halt untergeht. Ja, jetzt haben wir 6 Stück, glaube ich, ne? Ja, insgesamt 6. Ja, insgesamt 6. Ja. Ja, das ist jetzt unser Fang vom ganzen Tag ausgenommen. Eigentlich, also noch nicht ganz bratfettig, aber ausgenommen und
gleich noch ein bisschen würzen. Und gleich gehen wir noch Kartoffeln ernten. Und gehen noch mal so gucken, was wir dazu machen können. Also gehen dann noch mal spät. Das ist jetzt unser Abendessen. Kartoffeln, Rosmarinkartoffeln. Und dann hier unsere Rotfedern. Und nachher sagen wir, wie das geschmeckt hat. Also gestern Abend hatten wir im Bett noch voll Hunger. Und jetzt haben wir vorgesorgt und ich koche gerade Kohlrabi ein bisschen und auch eine Tomate und so, die können wir dann heute Abend noch essen. Hier ist die Kohlrabi drin. Ein ganz kleines bisschen. Ja, für den kleinen Hunger zwischendurch. Ja, die kochst aber nicht, oder? Nee. Jetzt sind wir schon wieder am Ende des Tages angelangt. Das eigentliche Highlight heute, die Fische. Wir wollten eigentlich eine Barschpfanne machen. Ist dann auch auf eine Rotfederpfanne geworden. Es hat einfach nicht geschmeckt und dann haben wir anstatt 6 Fische 4 Fische gegessen. Anstatt 6 Fische 2. Nur 2 gegessen, genau. Also jeder eins. Und Die rosmarigen Kartoffeln waren sehr lecker. Da muss ich Ihnen zustimmen. Und wir haben die Nachbarin da jetzt nochmal richtig gefragt. Die rupft morgen das Huhn und nimmt das auch aus. Dann machen wir daraus Hühnersuppe. Ja, soweit jetzt. Und heute haben wir eigentlich nicht so viel gehungert. Jetzt nur abends. Nicht so viel wie gestern. Ja. Und bis morgen und tschüss.